zu viele Ausländer, Fragezeichen. Oder hier eben unheimliche Gäste. Wie gefährlich ist der Islam? Gefährlich fremd. Der Terrorismus hat was mit dem Islam zu tun. Wie geht es euch, wenn ihr manchmal am Zeitungsständer vorbeilauft und ihr seht so etwas vielleicht? Ja, was meint ihr? Da denkt man sich schon, muss ich mich jetzt für meine Religion entschuldigen? Ich finde, der Islam ist eigentlich eine schöne Kultur, aber sie wird immer schlecht dargestellt. Dieses Thema ist sowas für die, wie sowas wie ein Joker, dass wenn sie keine Themen mehr haben, haben die so eine Schublade, wo sie einfach den Islam rausnehmen und so schlecht darstellen. Vorurteile als Unterrichtsstoff. Lehrer Ramses Michael Reslati spricht mit seinen Schülern oft über ihren Platz in der Gesellschaft. Ihr Stadtteil Wilhelmsburg gilt als Hamburger Problemkiez. Meist sind es junge Menschen aus Vierteln wie diesem, die für Propaganda der Dschihadisten im Netz empfänglich sind. Umso wichtiger, in der Klasse darüber zu reden. Für mich ist das schon fast Alltag, weil ich, wenn ich auf Facebook bin, sehe ich mindestens ein oder zwei Videos davon. Wer möchte gerne sehen, dass jemand geköpft wird? Ich glaube auch nicht, dass in einem Koran oder Bibel oder sonstiges sowas steht. Ich denke auch, dass die Jugendlichen so eine Gehirnwäsche bekommen. Und ich glaube, das sind solche Menschen, die etwas brauchen, die so hochgepusht werden, weil sie zum Beispiel, wie Dylan gesagt hat, eine Familie, vielleicht Stress haben. Wer die Sorgen benachteiligter Schüler ernst nimmt, schützt sie davor, abzudriften. Daran glaubt Reslati fest. In seinem zweiten Job am Landesinstitut für Lehrerbildung warnt er schon lange vor den Folgen von Ausgrenzung. Seitdem sich immer mehr Jugendliche radikalisieren, hören ihm viele zu. Armut, Perspektivlosigkeit, materielle Teilhabe ist für viele von meinen Schülern und Schülerinnen das große Thema. Und ich glaube, die allerbeste Prävention ist schlichtweg quasi die Menschen da zu beteiligen, wo es ihnen wichtig ist. Jemand, der quasi auch materiell angekommen ist, denkt meistens um einiges liberaler als jemand, der ganz unten steht. Und das ist egal, ob es dann jemand mit Migrationshintergrund ist oder ohne Migrationshintergrund. Wichtige Partner in der Aufklärungsarbeit wären die Moscheen. Doch die meisten bieten jungen Muslimen weder den Raum noch die Antworten, die sie brauchen. Viele Imame sprechen wenig Deutsch. Das ist das Defizit. Und deswegen haben einige Internetprediger, die eben in der deutschen Sprache predigen, und das ist noch nicht einmal ein Dutzend von der Zahl her, mehr Einfluss auf die Jugendlichen als die knapp 2500 Moscheen in Deutschland. Doch es gibt Ausnahmen. Die Hamburger Hagia Sophia Moschee etwa gehört zu den muslimischen Gemeinden, die seit Jahren in der Jugendarbeit aktiv sind. Hier gibt es deutschsprachigen Religionsunterricht, Freizeitangebote und Beratung rund um Schule, Studium und Ausbildung. Junge Erwachsene aus der Gemeinde betreuen die Jüngeren ehrenamtlich und ermuntern sie, sich als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Wir versuchen auch unsere Jugendlichen auch zu mobilisieren und zu sagen, okay, drückt mal das aus, was ihr denkt. Und versucht mal aktiv da teilzuhaben, weil wir sind auch Mitglieder dieser Gesellschaft. Ich bin hier geboren, die meisten sind hier geboren. Und so wie es aussieht, werden wir auch hier davon gehen. Weil, sprich, wir werden auch hier sterben oder bis zum Ende hier leben. Und selbstverständlich möchte ich auch mitgestalten und alle möchten hier mitgestalten. Die Angebote für Kinder und Jugendliche sind traditionell nach Geschlechtern getrennt. Für die Mitglieder der Gemeinde ist das kein Widerspruch. Auch die Mädchen werden gefördert. Ziel ist es, religiöse Werte zu vermitteln, den Islam zu leben, ohne sich von der Gesellschaft abzugrenzen. Man spricht nicht vielleicht von direkter Prävention. Wir sagen nicht, jetzt machen wir Präventionsarbeit. Das ist jetzt Präventionsunterricht, um vorzubeugen. Nein, wir haben den Grundgedanken, was uns unsere Religion sagt. Gebietet das Gute, verbietet das Schlechte. Und wir versuchen dann hier, das Richtige zu vermitteln, soweit wir das können oder soweit uns das möglich ist. Und wenn die Jugendlichen dann das auch so richtig verstanden haben, dann ist das auch irgendwo Prävention. Am Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstitut gehen Ali Özgür Özdil und seine Mitarbeiter noch einen Schritt weiter. Sie entwickeln ein gezieltes Anti-Radikalisierungsprojekt, unterstützt vom Hamburger Senat. Die Idee,
Bildung als direkte Antwort auf die Dschihad-Propaganda. Es gibt eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen, für die eben diese religiösen Themen, wie man betet, fastet und so weiter, alleine nicht mehr ausreicht, sondern die sagen, da gibt es auch den einen und den anderen, der übt zum Beispiel Demokratiekritik und ich möchte mir mal seine Meinung anhören. Der übt Gesellschaftskritik und begründet das dann auch religiös. Und, aber der Imam in der Moschee spricht nie über diese Themen. Man muss also nicht nur den Jugendlichen ein Fundament bieten in klassischen, traditionellen Themen und Texten, sondern auch, was geht gerade in der Gesellschaft und in der Welt ab. Gesellschaftliche Missstände thematisieren. Das entspricht auch Ramses Michael Veslatis Ansatz. Sein Rat an alle Lehrer: Nehmt die Radikalisierungsgefahr ernst, aber lasst euch nicht völlig verrückt machen. So eine ungefähre Grundregel, die man sagen kann, ist: Solange die Jugendlichen noch diskutieren, solange sie noch reden, solange sie noch provozieren, solange sie noch opponieren, ist eigentlich noch nichts verloren. Klingt simpel, aber nachvollziehbar. Jugendliche suchen ihre Identität, auch in der Religion. Sie ernst zu nehmen, ist der erste Schritt in Sachen Prävention.